gemacht werden kann, auch gerade was mein Land und Spanien anbelangt. Danke. Gracias. Vielen Dank. Herr Stadler. Ja, Herr Präsident, ich habe gegen alle drei Vorlagen, sowohl gegen den Bericht Rapkay wie auch gegen den Bericht Baldessari und gegen den Bericht Lehne gestimmt. Und zwar schlicht und einfach deswegen, weil ich nicht der Meinung bin, dass hier die kleinen und mittelständischen Unternehmen geschützt werden, sondern Pharmaunternehmen werden es in Zukunft sehr leicht haben, mit einer einzigen Klage, sündteuren Klagen nebenbei gesagt, gegen kleine Unternehmen in den einzelnen Mitgliedsländern vorzugehen, wo sie früher bis zu 20 oder 27 Prozesse führen mussten. Das Gleiche gilt auch für die Tätigkeit von kleinen Viehzüchtern und Pflanzenzüchtern. Die kommen jetzt voll unter die Räder. Wer also behauptet, diese kleinen Betriebe zu schützen, der sagt die Unwahrheit. Diese Betriebe werden in Zukunft von großen Zuchtbetrieben, von großen Pharmakonzernen schlicht und einfach vom Markt gewischt werden. Und wir werden wiederum ein großes Stück ärmer in unserer Artenvielfalt in der heimischen Landwirtschaft, in der kleinräumigen Landwirtschaft sein. Und nebenbei gesagt sind auch juristische Gründe vorhanden. Dieses neue einheitliche Patentgericht, dessen Entscheidungen sind nicht einmal nachprüfbar durch den Europäischen Gerichtshof. Und die gemeinnützigen Organisationen, die versuchen, Rechte der Konsumenten zu schützen, werden mit sehr hohen Kosten gar nicht in der Lage sein, diese sündteuren Verfahren zu führen. Das heißt, es gibt eine ganze Anzahl von Gründen, hier dagegen zu sein. Und deswegen bedauere ich, dass heute dieser Beschluss zustande kam. Herr Carona. Grazie, signor Presidente. Con il voto. Vielen Dank. Mit der Abstimmung von heute wird ein wichtiges Resultat erzielt. Das erwarten wir schon seit der Schaffung des Binnenmarktes vor 50 Jahren selbst. Das Resultat ermöglicht es, Innovationen zu stärken.